Emission und Immission sind zwei Grundbegriffe des Umweltrechts, die leicht erklärt sind, auch wenn man nicht Latein studiert hat. Emission ist das, was aus einer Anlage, aus einem Schornstein rauskommt. Die Abluft, die Luftschadstoffe, aber auch die Abwässer oder der Lärm einer Anlage. Immission ist das, was bei einem Schutzgut ankommt. Beim Menschen, in einem Fluss, in einem Gewässer, in der natürlichen Umwelt. Warum ist diese Unterscheidung so wichtig? Weil sie uns hilft, die Umweltauswirkungen von Vorhaben zu begrenzen. Die Begrenzung der Emissionen setzt beim Schornstein an, beim Abwasserkanal. Und wir haben dort eine Möglichkeit, Umweltauswirkungen zu limitieren mit einem sehr strengen Maßstab, mit dem Stand der Technik. Dadurch zwingen wir Anlagenbetreiber, den Ausstoß von Schadstoffen oder Abwässern zu minimieren. Das ist aber nicht immer ausreichend, denn es geht auch darum, wie viel Emission ein Schutzgut verträgt. Es kann durchaus eine, zwei, drei Anlagen geben, die nach dem höchsten Stand der Technik betrieben werden, aber in Summe so viel ausstoßen, dass etwa ein kleiner Fluss diese Abwassermengen nicht mehr verträglich aufnehmen kann. Deshalb brauchen wir auch die Begrenzung der Emissionen. Und Emissionen begrenzen wir methodisch auf andere Weise. Wir bestimmen Umweltqualitäten, die wir bei einem Ökosystem gewahrt wissen wollen. Also einen bestimmten Zustand der Gewässer, der nicht verschlechtert werden darf, oder eine bestimmte Luftqualität, die wir in Städten einhalten wollen. Es braucht also immer beide Zugänge, die Begrenzung der Emission und die Wahrung des Emissionsschutzes, um wirksam Umweltschutz betreiben zu können. Emission und Immission sind also wie das Yin und Yang des Umweltrechts. Nur wenn wir beide wahren, können wir wirksam Umweltschutz betreiben.